Willkommen zurück zu Orcs Must Die Unchained mit mir, Peter von Creed.de, und heute spielen wir mal Sir Winston. Ich habe es tatsächlich geschafft, ihn First Pick zu erwischen. Uiuiui, das war aufwendig. Also, wir haben ein Mortal 4, was eine Aura ist, die verhindert, dass Gegner irgendwas einsetzen können in meiner Nähe. Ich habe einen Curse, der auf gegnerische Helden oder Kreaturen gesetzt werden kann und alles in... alles... Die Kreatur kriegt Schaden und alles in der Nähe von uns wird geheilt. Ich habe eine dunkle Aura und im Grunde genommen habe ich auf allen meinen Angriffen einen Debuff. Die dunkle Aura macht genau dasselbe. Der Debuff ist einfach eine Reduktion der Angriffsstärke meiner Gegner. Also sowohl Kreaturen als auch Helden. Wir haben wieder im Gegnerteam keinen Sir Winston, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, ist shit groß. Sofern ich nicht völlig blöd spiele, was ich nicht glaube. Weil Sir Winston falsch spielen ist vergleichsweise schwierig. Nicht zu sagen unmöglich. So, aber ich muss mal zurück und Kreaturen setzen. War ein netter First Push. So, setzen wir das mal. Gehen wir gerade noch verteidigen. Schmeißen wir noch ein paar Fallen hin. So. Ja, Kinder. Ich würde gerne in Angriff, wenn es recht ist. Dankeschön. Ihr könnt hinter mir das Tor zu machen, nicht vor mir. So, wir sind sehr nahkampflastig. Das macht aber nichts. Wir sollten die zwei da relativ fix auseinanderreißen. Das war der erste Kill übrigens. Jawohl, erster Kill. Man hört das immer ganz gut bei der eigenen Truppe, wenn man einen Kill gesetzt hat. Also bei Sir Winston, weil er immer diesen Spruch von sich gibt. I've killed the sources a thousand times tonight. Kill her a thousand more. Das ist das, was Sir Winston immer schön sagt, zum Besten gibt, wenn es soweit ist, dass er jemanden gekillt hat. Okay, ich hoffe, Midnight stirbt da hinten jetzt nicht. Ups. So, man muss immer mal wieder Regen gehen, da führt nichts dran vorbei. Also jetzt konstant kämpfen, nur weil man Leben hat, ist nicht so optimal. Wir schieben da jetzt einfach weiter durch. Weil was auch immer der hinstellen kann, nicht stärker sein als ich. Ist einfach so. Ja. So viel zum Thema Mage. So viel zum Thema Midnight. Komm, mach das Tor zu. Nein? Okay. Bleiben wir mal bei den Kreaturen. Damit wir schön Punkte generieren. Das Tor lassen sie auch schön auf da vorne. Wunderbar. Na, ich geh mal weg. Meine Lebenspunkte sind nicht hoch genug, um da irgendwas Sinnvolles zu treiben. Ah, Gnome Tinkerers. Das machen sie also. Die machen Fallen. Defekt, was ja irgendwie ganz niedlich ist und ich schon fast damit gerechnet habe, dass es so ist. Gerade Regen.
Go Temper. Chinese Poonage. Gott, warum glaube ich eigentlich immer Black Paw? Ich sehe das Black Paw weitergehen und denke mir, ja gut, okay, der ist tot. Warum glaube ich dem Vogel eigentlich? Der blöde Magier hat uns jetzt schon dreimal veralbert. Ich sollte aufhören, Black Paw zu glauben. Ich weiß nicht, was er tut. Au. Ah, immer mich. Ist alles voll mit Kreaturen, warum auf mich? Warum? Ich gehe mal. Da kommt mir zu viel Schaden rum. So. Sieht's aus, könnten wir hier noch was machen? Jetzt muss ich einfach vorsichtig sein, wenn ich nicht allzu viel Leben habe. Wie gesagt, ich darf es nicht übertreiben. Muss schon ein bisschen aufpassen. Ich spiele gerade nicht zum vollen Potenzial. Ich glaube, ich rutsche gleich mal über die Verteidigungslinie drüber. Einfach mal, um ein paar Fallen zu setzen. Oh, das Tor hier ist auch schon kaputt. Unglücklich. Aber wohl kaum zu vermeiden. Hogarth, oh shit, Hogarth. Gottverdammter Hogarth. Ja, Hogarth macht schon nicht wenig Schaden, aber halt auch nicht genug. Das ist auch einfach Fakt. So, damit wäre die Verteidigerseite auch geklärt. Gehen wir den noch gerade mal hinterher. Und generieren noch ein paar Punkte. Während wir können. Ach, kriegen wir vielleicht noch den Wächter auf. Komm schon! Ernsthaft? Ehrlich? Kein Spaß jetzt? Der stirbt nicht, oder? Das ist ja nicht zu glauben. Der stirbt nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Der ist nicht gestorben. Kein Spaß jetzt. Der hatte keine Leben mehr und ist einfach nicht gestorben.
Was zur Hölle? Okay, das hätte jetzt nicht sein müssen. Wir hätten nicht sterben müssen. Ich bekomme auch nicht so viele Kills, wie man mit Winston bekommen sollte. Aber die Gegner sind auch nicht dumm. Die bleiben von mir fern. Insofern. Passt schon. Hält sich an das irgendwie angefangen Grenzen. Der Warmage hätte mich so oder so bekommen, ob ich jetzt durch deren Fallen durchgehe oder ob ich versuche, einen anderen Weg zu wählen. Das hätte keinen Unterschied gemacht. So, pumpen wir gerade Punkte. Wir können. So, Minimap im Auge behalten. Okay, und weg. Wir wollen uns nicht mit Hogarth anlegen, mitten in dessen Kreaturen. Das ist keine gute Idee. So, da verziehen wir uns. Wir haben genug für die Verteidigung getan. Und kurz recken. Bei Top sollte eigentlich. Wir sollten eigentlich durchpushen. Das sollte nicht das Problem sein. Ich schieb dann mal Camp 1 mit gleich. Kann noch schnell was reinpacken hier. Die Pride Hunter. Und mit denen laufe ich dann gleich mal mit. Was war das? Die Kreaturen. So, jetzt begebe ich mich natürlich ziemlich in Gefahr, wobei Black Forest dabei ist. Geht. Ich werde den hier volle Kanne ignorieren. Und nur auf das Tor gehen. Ah, der kriegt einen Fluch, damit er unsere Kreaturen heilt. Naja. Wie geht's dem? Nicht gut. Oh, da backt gerade jemand. Sich verstärkt unglücklich für ihn. Schade. Nicht für uns natürlich. So, das zweite Tor ist auch gleich hinüber. So. Mehr wollte ich an dieser Stelle gar nicht. Ganz, ganz viele kleine, sinnlose Kreaturen sind durchgekommen. Weil plötzlich alle Seiten offen sind. So ein Unglück. Was machen wir jetzt? Was upgraden wir gerade? Orange. Okay. Dann stopfe ich lieber da Punkte rein. Aber hier sieht man jetzt mal wieder, was passiert, wenn ein Team ganz stark in die Defensive gezwungen wird. Die haben im Grunde genommen keine Chance, gegen uns anzukommen.
Haben sie einfach nicht. Es da ist dann einfach Schluss. Kann nichts machen. Okay, Hogarth hat offensichtlich herausgefunden, dass er besser doch angreifen sollte. Und schiebt gerade hart durch, aber Blackpaw ist schon da, um die Situation zu lösen. Und wir bringen hier definitiv Kreaturen durch. Absolut fraglos. Aber. Ach, nö. So, gehen wir mal die hier schlachten. Bevor sie auch nur in die Nähe unserer Verteidigung kommen. Autsch. So, und da haben wir gewonnen. Denn Sir Winston im Team ist im Grunde genommen ein zumindest sicherer Win. Das ist. Steht außer Frage. Gut, wir hatten auch zwei mit Weavern, die hatten keinen mit Weavern. Schauen wir mal, ob wir ein neues Pack bekommen. Müsste eigentlich der Fall gewesen sein. Okay. Wunderbar. Komische Informationen sind komisch und überflüssig. Checken wir mal die Card Packs durch. Was wir da so bekommen haben. Eine Glyphe. Ich bin nicht begeistert von dem, was im Augenblick aus den Packs rauskommt. Ehrlich gesagt kommt da nur Unfug raus. Schauen wir mal, ob wir irgendwas grindern können. Das hier haben wir doppelt, das kann weg. So, was haben wir hier, was wir nie benutzen wollen werden? Irgendwelcher Unfug. Das Ding. Schauen wir mal lieber bei den Kreaturen und so. Die Weaver haben wir nicht doppelt. Bei den Kreaturen irgendwas. Was seid ihr denn eigentlich? Kobolde seid ihr. Die brauchen wir für den Kobold King. So viel ist schon mal klar. Die Orks, die kleineren, die werden wir niemals benutzen, das weiß ich jetzt schon. So, wie sieht's denn hier aus? Okay. Die kleineren werden wir auch nicht nehmen. Die Crossbowmen vielleicht, aber die nicht. So, was haben wir hier alles? Warum sind die denn alle grün plötzlich? Die sind doch gar nicht alle grün. Ich werde hier angelogen von dem Spiel. So, was haben wir hier? Nee, das kann ruhig bleiben. Nehmen wir irgendwas hier von nicht. Nee. Hat alles eine Chance, benutzt zu werden. Hier irgendwas. Was ich definitiv nicht benutzen werde. Zwei Trolle. Nee. Sieht schon gut aus. So, wir haben jetzt 2350 Gips. Schauen wir gerade mal ins Deck-Editing rein. Wir haben ein neues Deck, was wir machen dürfen. Und wir haben einen neuen Fallen-Slot, den wir noch besetzen können. Und dann tun wir das doch auch selbstverständlich. Was haben wir denn da? Was können wir denn da noch mitnehmen, was wir noch nicht haben? Eine normale Ballista, weiß ich nicht, lohnt sich glaube ich nicht. Die haben wir schon. Eine orkische Balliste. Was ist der Unterschied? Was bringen die jetzt im Vergleich zu anderen Feuerballisten? Nö. Könnten ruhig mal wieder ein bisschen was für Massenschaden machen. Ah, nehmen wir ruhig zweimal das Swinging Mace mit. Das finde ich eigentlich ganz nett so. Save Button nicht vergessen. Sonst haben wir nichts Neues. Ich freue mich auf den Weaver Slot, auf den ersten, dass wir dann endlich auch mal anfangen können. Uns für Geld noch ein bisschen zu verbessern.
In jedem Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Like da lassen, wenn was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.